denn kennenlernen kann ja auch liebevoll sein und wir machen es am liebsten spielerisch. Und das machen wir jetzt alle zusammen. Und dafür stehen wir alle auf. Ich bitte einmal die Stühle zusammen nach hinten, dass wir Raum haben. Und hier haben wir die Masken zusammen. Und dann lade euch ein, einfach erstmal ganz achtsam in Ruhe durch den Raum zu wandeln und wahrzunehmen, wer eigentlich so da ist. Ohne irgendwas zu sagen, einfach erstmal gehen, gucken, ankommen, wahrnehmen, ob die anderen wahrnehmen. Die Augen offen halten, fließen, auf anderen dürfen oder einfach so laufen. Und dann machen wir ein kleines Aufstellungsspiel, ich nenne es mal Human Mapping. Stellen wir uns als Karte auf und machen uns auch erstmal geografisch nach dem Ort, wo wir herkommen. Dass das eurer Definition, ob das ist, wo ihr heute angereist seid oder eure Heimat ist, oder den Ort, der für euch ist. Und das basiert auf Selbstorganisation, das heißt, ich sage nicht, wo Norden und Süden ist, das finden wir zusammen heraus. Auf geht's! Wo kommen wir her? In Österreich, ja. Dieser Raum ist eure Landkarte. Und ist euch dann bitte einmal miteinander reden oder erstmal aufhören zu reden, um zu gucken. Da wandelt eine Gruppe. Völkerwanderung nach Österreich? Okay. Bisher war Österreich im Westen, jetzt ist es im Süden, wo es hingehört. Und heute Morgen haben wir überlegt, was sind denn noch spannende Kategorien für dieses Festival? Und dann kam das Thema Beziehungsformen auf. Jetzt ist mal verliebt, verlobt, verheiratet. Es gibt aber hier wahrscheinlich auch noch einige Formen mehr. Ich kann mir eine eigene Schattierung nicht mehr vorstellen. Deswegen ist jetzt der Raum geöffnet, um zu gucken, wer hat eine ähnliche Beziehungsform. Auf geht's. Selbstorganisation. Nicht verheiratete Singles. Und wieder. Was ist hier so? Ein kuschelnder Klüngel. Ich sag mal, hier stehen die Nicht-Monogamen. Die Nicht-Monogamen. Okay. Ein polyamorer Cluster. Ein polyamorer Cluster. Bis wohin geht der polyamorer Cluster? Ja, hier schon. Das ist genau der. Bis hierhin und nicht weiter. Okay, nicht auf meiner Seite. Das heißt, wo stehst du? Verheiratet. Ich bin verheiratet. Also, ich habe verheiratet. Dazwischen. Das ist so. Brücke. Okay. Und dahinter? Multisozial. Was? Multisozial? Was ist das? Wir sind die EBQ-Fraktion. Wir haben bitte? Nur Freude aneinander. Wir haben nur Freude aneinander. Ja. Wir sind die Fraktion für Epikur. Epikur sagte, das einzige Ziel des Lebens ist die Freude am Dasein und So-Sein. Das müssen wir optimieren. Und je mehr Leute das miteinander tun, desto besser und mehr gibt es Liebe. Denn wenn ich keine Freude habe, kann ich auch keine geben. Okay. Auf dem mal testen, dass jetzt auch Straße nicht wohnen darf. Das spielt da keine Rolle. Das spielt da keine Rolle. Ob es monogam ist, ist dann nichts mehr. Epikur schließt Monogamie oder irgendwas Gamie aus. Ja, genau. Okay. Wir müssen heute mehr davon vorgehen. Dann haben wir hier noch so einen Streifen in der Mitte, die nicht ganz klar monogam sind. Nicht verheiratet oder doch? Hier vorne? Wir sind ganz normale Singles. Ganz gerne. Okay, okay.
Dinge vergessen? Wurde irgendwer nicht berücksichtigt? In besonders spannenden Neuschöpfung? Ja, auf eine Art, wir sind die Experimentellen. Ja. Das ist jetzt nicht an Monogamie oder nicht Monogamie gekommen, sondern eher daran, dass da viel fließende Bewegung passiert und Wandlung und Transformation. Zum Beispiel lösen sich die Kategorien an. Ja. Könnt ihr euch da mit den Epikureern zusammenschließen? Nee, wir haben auch feste Beziehungen. Ich denke auch. Bitte gehen Sie wieder durch die Gegend. Und ihr dürft weiterlaufen. Die nächste Frage ist, vielleicht kennt ihr von Erich Fromm die verschiedenen Kategorien der Liebe, Gottesliebe, Selbstliebe, erotische Liebe. Und die dritte Frage in Richtung, welches Thema der Liebe ist für mich aktuell das Wichtigste? Und dann möchte ich euch bitten, euch zu entscheiden und nicht einfach zu sagen, alles ist wichtig, das ist nicht erlaubt. Ihr müsst euch entscheiden für ein Thema. Und ich habe mal fünf aufgeschrieben. Und zwar Beziehung, also die Beziehung mit meinen nächsten liebenden Personen, zu unterscheiden von Nächstenliebe, auf die Gemeinheit gerichtet, Selbstliebe und dann für das Wochenende auch noch thematisch relevant das Thema Wirtschaft, Liebe und Unternehmertum, Liebe und Arbeit. Und da wir auch über Herbergen am Rande der Welt reden, damit man dann Zentren, Liebe, die man vielleicht auch entfalten kann in einer Gemeinschaft oder auch ein Zentrum kann. Was ist die, Spirituelle Liebe? Also ich schließe es nicht aus, dass ihr neue Töpfe aufmacht, aber wir haben beschlossen, diese fünf geben wir vor. Und Regelbrechen ist natürlich auch hier erlaubt und erwünscht. Deswegen bitte schaut doch jetzt. Welches dieser Themen ist für euch jetzt vielleicht am Wochenende das, was für euch am wichtigsten ist, wo ihr am meisten gerade für offen seid und euch was beschäftigt? Bereit? Auf geht's. Selbst auf geht's. Selbstliebe. Okay. Alle nur Frauen. Da kann man jetzt mehrere Schlüsse draus ziehen, wo die Frauen liegt sich selbst oder Frauen. Okay, und weiter. Selbstliebe. Integrierte mich alle Begriffe. Okay, hervorragend. Wieder. Wir sind Beziehung. Beziehung. Also, aber wir sind nur so wenige. Da findet ihr gleich Anhänger. Okay. Zentren, Beziehung, Selbstliebe. Hier da bitte. Spirituelle Liebe. Spirituelle. Okay. Und? Vorne. Wirtschaft. Gut. Weiter im Klassbild, ja? Schließ in der Mitte. Das war nicht erlaubt. Ach so, ich habe es trotzdem gemacht. Okay. Sehr gut. Dann machen wir jetzt noch Folgendes. Ihr sucht euch da, wo ihr jetzt steht, eine Person, die ihr noch nicht kennt. Und tauscht euch mit ihr zweimal zwei Minuten darüber aus. Also wieder gerade im Schnitt zwei Minuten Redezeit. Wir die Aufteilung lasse ich aber euch oder eurer nächsten Video. Und ihr hier nicht vertreten wurde. Und tauscht euch zweimal zwei Minuten darüber aus, warum ihr dort steht, wo ihr jetzt steht und was euch zu diesem Thema hierher bewegt hat. Okay? Sucht euch jemanden, den ihr nicht kennt. Und dann zweimal zwei Minuten, ich komme einfach an. Zwei Minuten.
als kleinen Gruppenabschluss noch einmal das Gehen, achtsames Gehen und nochmal umschauen. Und jetzt. Weitergehen. Und dann, wenn ich sage, jetzt bleibt ihr vor einer Person stehen. Noch nicht, weitergehen. Wenn ich sage, jetzt, aber ihr geht noch weiter. Dann macht ihr einer Person ein Kompliment. Ihr könnt ihr sagen, was dann der Person wahrscheinlich liebenswert sein könnte. Oder was auch immer euch einfällt. Wenn ich sage, jetzt, dann macht ihr vor der Person, vor der ihr dann stehen bleibt, schaut ihr euch kurz an, schaut euch in die Augen und macht euch gegenseitig ein Kompliment. Weitergehen. Nicht schummeln. Weitergehen. Weitergehen. Und ihr habt dafür insgesamt zusammen nur eine Minute Zeit. Jetzt. Und dann kommt jetzt die letzte Figur. Weitergehen. Mein Lieblingswort heute Abend. Und letzte Figur ist so ähnlich wie die vorletzte. Wenn ich sage jetzt, dann sucht ihr euch eine Person aus. Aber nicht in der Nähe von euch, sondern am anderen Ende des Raumes. Und dann lauft ihr bitte dreimal um die Person herum. Einmal weitergehen. 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 Und jetzt sucht euch eine Person am anderen Ende des Raumes und lauft dreimal um sie herum. Okay, wir schaffen es. Dann, es war schön, euch spielerisch kennenzulernen.